Hey, willkommen zurück. Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute sprechen wir mal darüber, was du tun kannst, um jetzt in der Corona-Zeit trotzdem weiter Frauen kennenzulernen und deine Fähigkeiten mit Frauen, deine Flirtfähigkeiten, dein Offensein, dein Kommunikativsein weiter zu trainieren oder zumindest mal auf dem gleichen Level zu halten, auf dem es vielleicht vorher war. Also willkommen zurück zum Video. Wir sind immer noch in der gleichen Situation. Es ist immer noch so, dass natürlich die ganze Frauensituation aktuell sehr, sehr schwierig ist. Das ist, glaube ich, jetzt keine neue Nachricht, muss ich dir nicht sagen. Ich selber habe meine Coachings jetzt verlegt, weil es halt gerade nicht wirklich funktioniert. Also die Straße ist gerade nicht wirklich möglich und auch der Club, der ja geschlossen hat, funktioniert schon seit längerer Zeit nicht mehr. Was kannst du jetzt aber tun, um vielleicht doch noch Frauen zu treffen und um vielleicht deine Flirtfähigkeiten aufrechtzuerhalten oder weiter zu schulen, um einfach generell kommunikativ zu sein, neue Leute kennenzulernen. Da habe ich mir mal Gedanken drüber gemacht, habe so ein bisschen was ausprobiert und will dir heute da mal mein Feedback geben bzw. meine Tipps, wie du das vielleicht schaffen könntest. Es ist vielleicht schon offensichtlich, auf welche Art und Weise des Kennenlernens jetzt gerade hinausläuft und deswegen habe ich speziell Online-Dating mal getestet in der vergangenen Zeit. Ich habe das über Tinder gemacht, natürlich kannst du auch andere Online-Dating-Plattformen nutzen. Ich fand Tinder immer am besten, muss ich sagen, weil es A, kostenlos ist und weil B, ja, du auch kostenlos relativ viel dort machen kannst, wo man bei Lavoo oder Ähnlichem sehr viel bezahlen muss, um überhaupt Basisfunktionen freizuschalten, hatte ich das Gefühl, ich kam irgendwie mit dem System nicht so wirklich klar. Und bei Tinder sind auch gefühlt die meisten Leute angemeldet. Das ist so eine Sache, die kann man mal eben schnell nebenbei machen. Lavoo und Parship, das sind schon sehr ernste Online-Dating-Plattformen, was natürlich auch seine Vorteile haben kann. Aber wir jetzt mal hier nehmen uns den Fall Tinder vor. Also, was ich in der letzten Zeit gemacht habe, ist viel auf Online hin und her geschrieben und ich muss sagen, ich habe einen relativ guten Ablauf entwickelt, der gut funktioniert. Also um es mal kurz zu machen, weil ich hier jetzt nicht an der Stelle näher drauf eingehen will. Ich wechsle einfach immer sehr schnell auf WhatsApp rüber und mache dann dort Sprachnachrichten und von den Sprachnachrichten aus ist es dann auch nicht mehr weit, bis man sich dann im richtigen Leben dann mal trifft. Und genau das ist das, was ich dir heute hier empfehlen möchte. Natürlich, und das will ich jetzt dazu sagen, du musst das Ganze natürlich mit einer gewissen Verantwortung machen. Das ist klar, ich hoffe, das ist dir bewusst und das muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, das ist dir wahrscheinlich selbstbewusst, nur es sei an dieser Stelle mal dazu gesagt. Aber ich komme gleich noch genau darauf, was ich damit meine. Was ich heute empfehlen werde und was ich auch in letzter Zeit gemacht habe, ist, dass man einfach auf Tinder rumschreibt. Das funktioniert sehr gut. Ich habe das Gefühl, gerade sind sehr viele Leute unterwegs, sehr viele Frauen sind dort, sehr viele Frauen haben auch Lust zu schreiben, weil man ja allgemein gerade vielleicht nicht so in der Kommunikation, nicht so im Kontakt mit so vielen Leuten ist. Deswegen, entgegen dem, was ich gedacht hätte, ist dort einiges los. Also es ist nicht so, dass jetzt Tinder tot wäre, weil man sich ja sowieso nicht treffen kann. Es ist doch einiges los. Das heißt, ich habe hin und her geschrieben, bin dann mit den Frauen auch relativ schnell auf WhatsApp rüber gewechselt. Und was ich dir dann empfehlen würde, und das ist die Art und Weise, wie du weiterhin Frauen kennenlernen kannst, ist, dass du diese, ich nenne es gerne die Spaziergangsdates machst. Das ist das, was ich normalerweise sowieso relativ viel mache mit Frauen, die ich vielleicht im Alter kennenlerne, dass ich erstmal mit denen eine Runde irgendwie spazieren gehe in der Stadt, auf dem ersten Date oder auf dem Spontan-Date und einfach mal gucke, okay, gefällt mir die Frau oder was hat die Frau so zu bieten, was bringt die Frau so mit und natürlich, dass sie auch schaut, ob ich ihr gefalle, das ist ja klar. Das heißt, ich mache oft so Spaziergangs-Dates, einfach auch, weil ich mich sehr gerne bewege, weil ich gerne viel unterwegs bin und zu Fuß unterwegs bin. Deswegen sind das zwei Sachen, die bei mir da an der Stelle wunderbar zusammenpassen. Das heißt, ich bin da mit den Frauen unterwegs, hole mir vielleicht unterwegs einen Kaffee oder man setzt sich auf einen Kaffee rein. Gut, das geht jetzt gerade nicht. Das heißt, holt es dir vielleicht beim Edeka oder so, holt euch was zu trinken und dann haltet ihr halt den Mindestabstand ein. Ne? Dann haben wir das mit der Verantwortung geklärt. Natürlich ist es so, dass du jetzt nicht Händchen halten, mit ihr da rumrennen sollst, sondern geh halt mit ihr auf Mindestabstand, so wie du auch mit einer Person zum Beispiel aus deinem Familienhaushalt unterwegs wärst. Ne? Zwei Personen dürfen ja laut dem aktuellen Stand, glaube ich, noch zusammen unterwegs sein. Korrigiert mich da, wenn ich falsch liege. Ansonsten geht das nicht, aber wenn ich mich nicht irre, ist es so, dass zwei Leute, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, noch zusammen unterwegs sein dürfen. Ne? Also bis zwei und mehr dürfen es eben nicht sein. Und wenn du da deinen Mindestabstand einhältst, dann ist da ja auch kein großes Problem, dann ist es ja auch keine schlimme Sache. Und das ist die Art und Weise, wie du aktuell daten kannst. Und das ist gar nicht so schlecht, weil, wie gesagt, das ist der klassische Ablauf, den ich sowieso normalerweise mit meinen Dates eigentlich habe. Und hier an der Stelle sei mal gesagt, weil das so eine Sache ist, die immer wieder, ja, die immer wieder kommt, die immer wieder von Männern angesprochen wird. Nein, es ist nicht unbedingt notwendig, auf dem ersten Date richtig viel Körperkontakt aufzubauen.
Das ist halt jetzt ein bisschen schwieriger, das ist klar und es ist einfach nicht nötig. Also natürlich ist es nicht schlecht und es hilft auch, wenn du in diese Richtung gehen willst, aber mach dir da nicht so viel Stress. Es wird dich nicht umbringen, wenn du auf dem ersten oder zweiten Date noch keinen krassen Körperkontakt fährst. Das ist nicht so eine große Sache, wie manche Coaches es dir glauben machen wollen. Das heißt, da kannst du echt entspannt an die Sache rangehen und kannst halt trotzdem Frauen kennenlernen und Frauen daten, eben in diesem etwas, naja, begrenzteren Bereich, sage ich mal so. Aber dann wiederum ist es gar nicht so begrenzt, denn wenn du jetzt mit der Frau ein Spontan-Date machen würdest, nehmen wir an, du lernst sie auf der Straße kennen, machst mit ihr ein Spontan-Date, dann ist das ja auch nichts groß anderes, als sie kennenzulernen und dann mit ihr vielleicht auf einen Kaffee zu gehen. Ne? Also es unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was wir normalerweise machen können und ist davon gar nicht so besonders weit entfernt. Ich würde dir nur eben empfehlen, relativ schnell von Tinder auf WhatsApp zu wechseln, um dann dort Sprachnachrichten machen zu können. Das ist einfach, das baut einfach mehr Vertrauen auf. Und dann hört man mal, wie sie klingt, sie hört, wie du klingst. Und dann geht einfach alles viel schneller. Dann kommt man viel schneller dazu, dass man sich dann auch mal im echten Leben sehen kann. Denn natürlich soll es darauf am Ende des Tages hinauslaufen. Das Frauen auf der Straße ansprechen funktioniert halt momentan nicht so wirklich. A, ist auf der Straße nicht so viel los und B, sind die Leute fremden Leuten gegenüber gerade so ein bisschen vorsichtig eingestellt. Das hast du natürlich auch hier über das Tinder, aber dadurch, dass du mit ihr vorher kommunizierst, ist es was anderes. Und Clubdating, gut, das geht offensichtlich aktuell nicht, weil die Clubs eben gar nicht aufhaben. Und ich denke, das ist eine ganz schöne Möglichkeit, auch weil du über WhatsApp kommunizieren kannst, weil du über Tinder kommunizieren kannst, auch Sprachnachrichten machen kannst, auch theoretisch mit den Frauen telefonieren kannst, ist es eine ganz schöne Möglichkeit, trotzdem deine Flirt- und kommunikativen Fähigkeiten weiter beizubehalten, die weiter zu trainieren und einfach dabei zu bleiben. Denn ob du jetzt mit ihr im echten Leben redest oder ob du mit ihr beispielsweise telefonierst oder skypst, macht dann auch nicht mehr den Riesenunterschied. Natürlich ist da diese ganze physische Sache mit drin, die wir hier jetzt nicht so richtig haben. Das ist schade, aber so ist es eben. Aber es ist trotzdem eine ganz tolle Sache, wie du aktuell weitermachen kannst, da, wo du vielleicht aufgehört hast oder da, wo du weitermachen möchtest, wenn du gerade Frauen kennenlernen willst. Ne? Oder du nutzt die Zeit eben, um mal keine Frauen kennenzulernen. Aber darum geht es ja hier in dem Video nicht. Und gerade was das Telefonieren mit Frauen angeht, ein guter Kumpel von mir, der ganz viel Erfolg mit Frauen hat, der ja mehr Frauen in seinem Leben kennengelernt hat und mit geschlafen hat als wahrscheinlich 90% von euch da draußen zusammengezählt, der macht das auch sehr, sehr oft, dass er mit den Frauen, die er kennenlernt, auch wie dem Club kennenlernt, tatsächlich vor einem ersten Date teilweise eine Stunde telefoniert. Und das baut enorm viel Vertrauen auf, enorm viel, ja, man lernt sich schnell gut kennen und dann werden alle Dates, die danach kommen, sicherer. Das heißt, das Telefonieren ist auch eine sehr, sehr gute Variante. Ich mache das normalerweise nicht so. Ich mache das viel über Sprachnachrichten. Ich telefoniere da nicht so gerne. Er macht das sehr gerne. Für ihn funktioniert das sehr gut und es kann eben auch für dich funktionieren. Und das ist die Art und Weise, wie du aktuell weiter daten kannst, weiter Frauen kennenlernen kannst. Natürlich ein bisschen schwieriger und nicht jede Frau ist vielleicht bereit, dann noch mit dir einen Spaziergang zu machen. Aber du wirst die Leute finden und wenn Interesse besteht, dann wird das eigentlich kein großes Problem sein. Und so kannst du eben weiter deine Fähigkeiten schulen oder schärfen oder beibehalten, je nachdem, wie du das in dem Fall machen möchtest. Und das einmal mein Input dazu, wie du es aktuell machen kannst. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Wenn dir was einfällt, wenn du was weißt, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich wüsste nichts. Mit dem Wissen und dem Inhalt lasse ich dich jetzt alleine den schönen Tag genießen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Hier oben abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht. Drück auch auf die Glocke. Hier kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und hier kommst du zu weiteren Videos mit Tipps für deine Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin.